Ich bin Vivian, ich bin 19 Jahre alt und ich mache momentan eine Ausbildung zur Hörakustikerin. Ich habe davor schon ein Studium angefangen und habe es dann nach dem zweiten Semester abgebrochen. Das Gute an der Ausbildung ist, man hat sofort die Praxiserfahrung. Man kann sofort sein Wissen anwenden und man hat auch die Berufsschule. Die Kunden kommen zu mir und vertrauen mir quasi auch ihre Geschichte an. Und das ist natürlich auch einfach schön für die Leute da zu sein, denen helfen zu können. In der Hörakustik begleitet man Kleinkinder, Erwachsene, Teenager und auch alte Leute, logisch. Man hat alle Altersklassen und das ist natürlich auch das Spannende an dem Job. Neben dem persönlichen Kundenkontakt begeistert mich bei der Ausbildung natürlich auch das Hightech. Die Hörgeräte sind mittlerweile sehr klein, sehr weiterentwickelt und kaum noch sichtbar. Man kann die Systeme mittlerweile sogar per App mit dem Handy verbinden. Man kann einzelne Programme einstellen. Die Hörgeräte sind jetzt mittlerweile echt eine Art Minicomputer. Nur weil ich das Studium abgebrochen habe, heißt es nicht, dass mein Weg jetzt zu Ende ist. Mit der Ausbildung fange ich einen neuen Weg an und das ist ein Beruf, mit dem man auf jeden Fall eine Zukunft hat, weil es wird immer Leute geben, wo Hörschwierigkeiten haben und die Technologie wird nie am Ende sein. Und deshalb ist es ein Handwerk, wo persönlich, aber gleichzeitig auch technisch ist. Der auf jeden Fall beides total gerne mag, so wie ich, der ist auf jeden Fall hier richtig.